Ich hatte ja zwei Videos über das Thema der zwei Landesverbände des BDS und der Vorderschaft Repetierflinte gemacht. In beiden Fällen waren die Kommentare durchaus hier und da mal kontrovers. Ich möchte aber eine Sache ganz kurz zu diesen Videos erwähnen, da es anscheinend so ganz leichte Irritationen gibt. Mir liegt es fern, in irgendeiner Form den BDS oder einen anderen Verband schlecht zu machen oder zu bashen. Ich hinterfrage allerdings solche Regelungen, die gesetzlich nicht untermauert sind. Insbesondere dann, wenn es Regelungen sind, die im quasi Alleingang von zweier Landesverbände eingeführt werden. Und dann auch noch so eingeführt werden, dass sie unterschiedlich gehandhabt werden. Beim einen, Landesverband 3, reicht die Teilnahme irgendeiner Landesmeisterschaft aus, um ein Bedürfnis für eine Vorderschaft Repetierflinte zu beantragen. Im Landesverband 6 in Hessen zum Beispiel verlangt man explizit die Teilnahme einer Landesmeisterschaft mit einer Vorderschaft Repetierflinte. Und da weichen die auch nicht davon ab. Hat der Verein keine Vorderschaft Repetierflinte zur Verfügung, muss der Schütze sich an den Landesverband wenden und die stellen dann inklusive Munition eine bereit. Was aber den Nachteil hat, dass dieser Schütze 0,0 Chance hat, sich überhaupt auf einen solchen Wettkampf vorzubereiten. Das ist dann in meinen Augen nicht mehr produktiv für einen Wettkampf. Der Grund, warum ich diese beiden Videos gemacht habe und jetzt auch nochmal nachlege, ist folgender. Ich bin kein BDS-Mitglied. Mich müsste dieses Thema tatsächlich eigentlich nicht interessieren, tut es aber. Ich sehe immer bei solchen Verbands- oder vereinsinternen Regelungen die Gefahr, dass der Gesetzgeber sieht, hey, guck mal, die machen sich das Leben ja eigentlich selber schon schwer, dann haben wir doch ein leichtes mit einer Gesetzesänderung. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie ich ja im gestrigen Video schon hinterfragt habe, wie viele dieser Gesetze, die in den letzten Jahren uns als Kompromiss verkauft wurden, tatsächlich aus der Feder der Verbände stammen, weil die das eh schon so praktiziert haben und sie damit auch keine Argumentation mehr gegen diese Gesetze haben, weil sie leben es ja bereits in dieser Form. Nun ist es aber so, wie gesagt, ich selber bin kein Mitglied des BDS und damit sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass ich in einer solchen Form an den Verband mich wenden muss. Nein, der Hintergrund dieser Videos ist, ich möchte euch, Mitglieder der betroffenen Verbände, wachrütteln. Bewegt euch doch mal. Nehmt nicht immer alles so hin, wie es ein Verband euch vordiktiert, sondern geht mal hin und hinterfragt mal kritisch. Geht mal hin und bombt den Verband mal zu. Wenn die Antworten, die ihr bekommt, nicht zufriedenstellend sind, dann wendet euch bitte an den Bundesverband. Hinterfragt diese Regelungen. Wenn diese Regelung, dieser Vorderschaft Repetierflinten mit Wettkampfpflicht für die Beantragung, tatsächlich mit dem Bundesverband abgestimmt wurde, und sogar vielleicht der Bundesverband, was jetzt nur hypothetisch ist, dieses sogar diktiert hat. Warum ist es aber dann nur in zwei Landesverbänden umgesetzt worden und in allen anderen nicht? Wenn diese Begründung, dass die Vorderschaft Repetierflinte im Paragraph 14 nicht explizit erwähnt wird, der Grund ist zu erwarten, dass sie auf das Kontingent anzurechnen ist, warum praktizieren andere Verbände das nicht auch so? Ist die Begründung, die in diesem Schreiben, was ich euch schon mehrfach vorgelesen hatte, einfach nur in den Haaren herbeigezogen? Ich weiß es nicht. Es obliegt aber euch als unmittelbar Betroffene, so wie ihr auch hier und da die Politiker anschreibt, auch mal eure Verbände anzuschreiben, um hier Klarheit zu schaffen und vielleicht auch mal den Verbänden zu zeigen, ey Leute, hört auf, der Gesetzgeber drangsaliert uns schon genug, ihr müsst nicht noch nachlegen. Aber das liegt an euch, das zu tun. Tut ihr das nicht, dann hört auf zu meckern. So einfach ist das. Es liegt immer an euch. Und da ist es egal, ob es die Verbände betrifft, die Vereine betrifft oder sogar die Politik. Es liegt an uns Waffenbesitzer. Und ich bleibe bei meiner Meinung, der größte Feind der Waffenbesitzer ist der Waffenbesitzer selber. Denn er nimmt jeden Scheiß, Entschuldigung, hin, den man ihm vorlegt. Ohne zu hinterfragen, ohne zu meckern, ohne zu kritisieren. Und das ist einer der größten Fehler, den die Waffenbesitzer über Jahrzehnte gemacht haben. In diesem Sinne, macht's gut.